Gesetz und Gesetzlichkeit. Ihr seht, ich habe das da vermerkt. Ich habe hier viele Gedanken von Arnold Fruchtenbaum verarbeitet. Das ist ein amerikanischer Jude, der den Herrn Jesus Christus schon vor 60 Jahren persönlich kennengelernt hat. Er ist inzwischen, er wird übermorgen 78 Jahre alt und Lebt in Amerika, ist aber auch oft schon in Deutschland gewesen und wahrscheinlich auch schon einige Male in der Schweiz. In den Evangelien finden wir immer wieder den Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern. Der Hauptpunkt dieses Konflikts war das Gesetz und dessen Auslegung. Und was die Juden aus dem Gesetz gemacht hatten. Denn gegen das Gesetz war unser Herr Jesus nicht, aber gegen die Gesetzlichkeit, was eben daraus geworden war. Und das möchte ich in einem ersten Gedankengang ein bisschen skizzieren. Wir kennen die Pharisäer und die sind bei uns natürlich negativ besetzt aber wir wollen mal versuchen zu verstehen, wie sie zu ihrer pharisäischen Theologie gekommen sind. 586 vor Christus waren die Juden von Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Wir wissen, die dauerte 70 Jahre und 70 Jahre später kamen die Juden aus Babylon zurück Natürlich waren sie nicht mehr dasselbe Volk wie 70 Jahre zuvor, aber es war immer noch das Volk Gottes, das Bundesvolk des alten Bundes. Und die Gelehrten, die jüdischen Gelehrten fragten, was war der Grund, warum gab Gott uns in die Hände unserer Feinde? Denn das war bis dahin noch nie passiert, also vom Südreich Judah. Das Nordreich war schon einige Zeit vorher durch die Assyrer weggeführt worden. Aber da dachten die, naja, die hatten das verdient. Da war viel Götzendienst und so weiter. Aber warum hat Gott nun auch das Volk der Juden, das Südreich, bestehend aus den Stämmen Judah und Benjamin, in die Hände der Feinde geben lassen? Wieso dieses traumatische Erlebnis? Nun. Die Antwort, die sie fanden, wegen der Nichtbeachtung des mosaischen Gesetzes, das wir in den fünf Büchern Mose finden, genauer gesagt in den Büchern zweite bis fünfte Mose. Im ersten Buch Mose kommt das Gesetz ja noch nicht vor. Und wenn wir vom Gesetz sprechen, dann meinen wir immer die 613 Gebote. Genauer gesagt, 248 Gebote und 365 Verbote. Aber zusammen 613 Anweisungen, die wir dort finden in den Büchern 2. Mose bis 5. Mose. Das ist das Gesetz. 613 Gebote. Und das hatten sie übertreten. Und die Schriftgelehrten, die Gesetzesgelehrten, die fanden das heraus. Das muss der Grund gewesen sein warum Gott uns in die Gefangenschaft gegeben hat. Und als die Juden zurückgekehrt waren, da begannen sie eine Schule der Sophrim. Sophrim kommt von dem hebräischen Wort sofer und das bedeutet Schriftgelehrter, das ist ein Schriftgelehrter, ein Gesetzesgelehrter, plural Sophrim. Und diese Sophrim, die Namen, jedes der 613 Gebote des Gesetzes und gaben dazu Erklärungen, was das Gebot bedeutet und auch wie es gebrochen werden würde. Denn das wollten sie ja in Zukunft vermeiden. Deswegen waren sie ja in die Gefangenschaft geführt worden wegen der Übertretung der Gebote. Und dadurch wollten sie dem Volk helfen, die Gebote zu halten und eine zweite Gefangenschaft zu vermeiden oder Wegführung oder weiteres Gericht Gottes über das Volk zu vermeiden. Als die erste Generation der Sofrim gestorben war, nahm die zweite Generation ihren Auftrag noch ernster. Sie sagten, es reicht nicht, dass wir nur die 613 Gebote halten, wir müssen sie schützen, wir müssen einen Zaun um diese Gebote aufrichten, damit man vielleicht den Zaun verletzen könnte, aber dann hätte man noch nicht die Gebote übertreten, sondern man wäre erstmal nur an dem Zaun hängen geblieben. Verstehen wir diesen Gedankengang. Und durch diesen Zaun kamen also neue Regeln hinzu. Und das sind die rabbinischen Gesetze. Die Gesetze der Rabbiner, der Schriftgelehrten oder man nennt sie auch im Judentum die Gesetze vom Zaun, weil man verstand das wirklich so, man muss noch um die 613 Gebote einen weiteren Schutzzaun bauen, damit die Gebote nicht mehr übertreten werden können. War das ein abwegiger Gedanke? War der ganz absurd? Oder können wir das ein bisschen nachvollziehen? Sie hatten ein ganz schweres Erlebnis hinter sich. Stellt euch vor, ihr als Schweizer Volk werdet 70 Jahre irgendwo hingeschleppt worden nach Weißrussland und, und werdet später wieder zurückgekommen. Das sitzt doch in einem Volk. Ja, das ist doch ein echtes traumatisches Erlebnis. Der Ansatz war, ein Jude könnte die Gesetze des Zaunes brechen, aber das würde ihn vielleicht dann hindern, noch weiter zu gehen und die wirklichen Gebote zu brechen. Also. Ein Schutzzaun außen herum um die Gebote. Ich meine, der Ansatz, den kann man nicht verurteilen. Dieser Gedankengang, der, der war im Grunde gut, den wollen wir nicht verachten. Sie wollten ein erneutes Gericht Gottes über Israel verhindern. Und wenn wir uns das mal ein bisschen grafisch, bildlich vorstellen wollen. In der Mitte sehen wir das Gesetz, bestehend aus den 613 Anweisungen. Und nun haben sie um das Gesetz herum diesen Zaun gebaut. Wir nennen ihn den Zaun der Sufrim. Weil bis jetzt die Leute, die das gemacht haben, das waren alles Sufrim, der ersten und der zweiten Generation. Und sie hatten ein Prinzip. Und das lautete so, ein Grundsatz, ein Sophia, also so ein Schriftgelehrter, der kann eine andere Meinung haben als ein anderer Sophia, aber nicht als die Torah selbst. Ist das richtig? Ja, absolut. Das wäre heute so, ein Theologe versteht diese Schriftstelle so, ein anderer aber so. Hauptsache, sie haben nicht eine andere Lehre als die Schrift selbst. Und deswegen, die Schrift ist ja der Maßstab. Also das war noch ein guter Grundsatz. Die einzelnen Gelehrten können sich unterscheiden, aber Hauptsache, sie widersprechen nicht der Torah. Wo war der Fehler? Gott gab Moses 613 Gebote. Das war das Gesetz. Das war die Tora, Gesetz klingt in der deutschen Sprache sehr hart ja, weil wir sofort an Strafgesetz denken und Kriminalgesetz und was alles gibt, ist ein bisschen negativ besetzt Dieser Begriff. Das hebräische Wort Torah müsste man wörtlich übersetzen: Gottes gnädige Weisung zum Leben. Das klingt ganz anders als Gesetz oder Gottes gnädige Weisung zum Leben die gebote die gott gegeben hat die sind alle lebenspositiv die sind nicht da um uns zu gängeln gott ist kein kleinkarierter gängler ja sondern das sind gute vernünftige lebenspositive gebote wir werden sie noch besser kennenlernen in diesen Tagen. Wir werden sie auch mal nach Gruppen äh, einteilen, dass wir das besser verstehen. Wir können natürlich nicht alle 613 Gebote hier lesen, dann wäre das Wochenende um. Also, das Gesetz, die Torah war gut und Paulus sagt sogar, das Gesetz ist heilig und gut. An dem Gesetz ist nichts Falsches. Aber die Rabbinen, die leiteten Hunderte, ja sogar Tausende von neuen Gesetzen daraus ab. Und das war gefährlich, weil die später auf der gleichen Stufe standen wie die 613 Gebote, die Gott gegeben hatte. Und was die Rabbinen hinzugefügt hatten, waren ja Menschengebote. Das ist gefährlich, wenn zum Wort Gottes solche menschlichen Dinge dazugefügt werden. Und damit das nicht so theoretisch bleibt, spielen wir das jetzt mal an einem ganz bekannten Gebot durch. Ich weiß nicht, ob es jedem von uns so bekannt ist, aber es gibt ein Gebot in 2. Mose 23, Vers 19, und da steht, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Habt ihr doch bestimmt auch noch nie gemacht, ja? Ein kleines Böcklein, ein Ziegenböcklein kochen in der Milch seiner Mutter. Was, was soll dieses Gebot? Das ist eines von den 613. Das haben die Juden bekommen von Gott. Was ist der, der Sinn davon? Der Hintergrund war ein, eine gräuliche kanaanitische, heidnische Praxis. Das haben nämlich die Heiden gemacht. Die Kanaaniter waren Götzendiener. Sie dienten einer Fruchtbarkeitsreligion und ihr Hauptgott war Baal. Das ist ein Fruchtbarkeitsgötze. Und die Baalsreligion ist ein reiner Fruchtbarkeitskult. Das müssen wir verstehen. Im Nahen Osten ist nicht so viel Regen wie in der Schweiz oder bei uns in Deutschland. Und wenn es da, wenn eine Regenzeit ausfällt, dann wird alles trocken und dann hat das Vieh nichts mehr zu fressen. Und dann kommt ein Problem nach dem anderen und darum waren viele Religionen da im trockenen Osten, Nahen Osten Fruchtbarkeitsreligionen. Da wurde meistens um Regen gebetet. Und wenn ein Ziege, eine Ziege ein Erstgeborenes geboren hatte, dann hat man ihr das Kleine weggenommen. Bei den Kananitern, hat Milch von der Mutter genommen und dann das böcklein in der milch seiner mutter gekocht das war eine, ein fruchtopfer für die götter damit wollten sie eben weitere fruchtbarkeit er, erbitten oder erzwingen oder wie auch immer ja das war eine heidnische praxis in dem denken dieser kanaaniter so könnte mehr fruchtbarkeit kommen in die herden und in das ganze volk. Eine grausame Praxis, ein kleines Wegnehmen von der Mutter und dann in der eigenen Milch der Mutter kochen. Genau diese Praxis verbot Gott seinem Volk und dieses Gebot wurde etwa 1400 vor Christus gegeben. Genau kann ich es nicht sagen, manche sagen auch 1500 vor Christus, aber egal, ihr seht eben als Mose das Gesetz bekam von Gott. 1000 Jahre später 400 vor Christus sind jetzt die Sofrim. Wir haben gesehen, die babylonische Gefangenschaft 586 vor Christus 70 Jahre abziehen, dann kamen sie zurück, dann die zwei weiteren Generationen sind wir ungefähr 400 vor Christus. Das sind die Sofrim, diese Schriftgelehrten. Und inzwischen gab es längst keine Kanaaniter mehr. Und man hatte den Hauptgrund für dieses Gebot völlig vergessen. Davon wusste man nichts mehr, von dieser heidnischen Religion. Und die Sophrim stellten die Frage, wie können wir sicher sein, dass nie, 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 gar niemals ein Böcklein in der Milch seiner Mutter gekocht wird. Wie können wir das auf jeden Fall vermeiden, dass wir wieder so ein Gebot übertreten? Sie sagten, wenn man ein Stück Fleisch isst, und trinkt vielleicht dazu noch ein Glas Milch. Also ich würde das nicht machen, aber manche machen das vielleicht. Trinken äh, zum äh, normalen Essen mit Fleisch Milch dazu. Dann besteht doch theoretisch die Möglichkeit, dass diese Milch, die ich da trinke, von der Mutter dieses Stück Fleisches gekommen ist, ich weiß nicht, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, ich glaube, man kriegt eher sechs Richtige im Lotto, als dass man so eine Wahrscheinlichkeit hätte, aber egal, und dann verschluckt man diese Milch und das Fleisch und das kocht im Magen, das wird da verarbeitet und schon hat man dieses Gesetz überbrochen. Äh, übertreten oder gebrochen. Äh, uns kommt das fremd vor. Wir denken, sind die nicht mehr ganz bei Trost, ja? Was konstruieren die denn dafür Möglichkeiten? Aber wir müssen das verstehen. So haben sie gedacht. Sie waren so darauf bedacht, auf keinen Fall wieder die Gebote zu übertreten, dass es auch diese Blüten getrieben hat, ja? Das sind ja Blüten. Das ist ja jetzt. Schon extrem. Aber so sind sie mit vielen der Gebote umgegangen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von dem Böcklein und der Milch. Und was hat das Judentum daraus gemacht? Hier, die Sophrimen, die haben angefangen so zu lehren, man muss fortan fleischige und milchige Nahrung völlig trennen. Trennkost, sagen wir da heute, ja. Bis zum heutigen Tage ist das unter den orthodoxen Juden so Brauch. Man muss mindestens vier Stunden warten, wenn man Fleisch gegessen hat, bevor man wieder Milch, Quark oder irgendwelche Milchprodukte zu sich nimmt. Mindestens vier Stunden. Eine Küche nach diesem Prinzip wird koschere Küche genannt. Koscher heißt rein, ja, ebenso in diesem Sinne. Und entweder... Man ist milchig oder man ist fleischig. Und es gibt im Restaurant, ich habe es selbst einmal erlebt, in Haifa, glaube ich, war das äh, im ersten Stock des Restaurants nur Fleisch, im zweiten nur Milchsachen. Ja? Also irgendwelche Süßspeisen mit Milch und so, musste man ein Stockwerk höher gehen. Das ist bis heute davon gekommen, von diesem Gebot. Natürlich ist diese Konsequenz. Die hier gezogen wird, völlig übertrieben, überzogen. Ja, das war nicht gemeint. Wir haben den Sinn verstanden, warum das nicht sein sollte, dass das Böcklein in der Milch seiner Mutter gekocht wird, weil das einfach grausam ist und Gott das abgelehnt hat. Aber es wurde noch ein zweites Gesetz hinzugefügt: man braucht auch zweierlei Geschirr, eins für milchige Nahrung und eins für fleischige. Und bis zum heutigen Tag haben alle orthodoxen Juden zweierlei Geschirr. Und Besteck in ihren Schränken. Denn die Sorge ging eben noch weiter. Vielleicht hat man von dem Teller Fleisch gegessen und da war noch ein Stückchen Käse irgendwie auf dem Teller, vom, was nicht richtig abgewaschen worden war. Und der Käse, der könnte ja von dem, der Milch. Der mutter gekommen sein und dann schluckt man es und dann passiert wieder dieses was nicht sein soll ja so weit haben sie das gezogen für unsere ohren zu weit wir schütteln den kopf aber es ist so ja ich erzähle euch hier keine märchen so ging es weiter und weiter und hunderte und tausende von neuen gesetzen haben sich entwickelt Ursprünglich hervorgekommen aus dem Gedanken, nur nicht das wahre Gesetz brechen. Der Ursprungsgedanke war gut, aber der Weg, den sie eingeschlagen haben, ich glaube, das sehen wir, der war nicht zielführend, sondern der hat weggeführt von dem eigentlichen Ziel. Die Sophrim, die haben ihre Arbeit getan etwa bis zum Jahre 30 vor Christus. Als unser Herr Jesus gelebt hat in Israel, waren die Sofrim schon abgetreten von der Bühne. Aber es kam nach ihnen eine zweite Schule. Und diese Rabbinerschule waren die Tana'im. Das, da steckt auch das Wort Lehren drin. Man hat sie einfach dann anders genannt. Ja? Lehrer, Tana'im. Ein Tana ist ein Lehrer. Im ist immer der Plural. Tana'im sind mehrere Lehrer. Die Tana'im haben das Prinzip verändert. Die haben gesagt, wir erinnern uns, das Prinzip der Sofrim, ein Sofer kann verschieden sein von einem Sofer, aber nicht verschieden zu der Torah selbst. Damit muss alles übereinstimmen. Die Torah ist die Grundlage. Das ist Gottes Wort. Aber das Prinzip der Tana'im lautete, ein Tana kann eine andere Meinung haben wie ein anderer Tana, aber nicht wie ein Sophia. Seht ihr den Fehler? Sie hätten sagen müssen, aber nicht wie die Torah, nicht wie die Schrift. Aber da gingen sie nur noch eine Ebene zurück. Sie dürfen sich nicht von dem Sophia unterscheiden, von den Lehrern, die vor ihnen waren, von der Tradition, die sich vorher gebildet hatte. Davon dürfen sie sich nicht unterscheiden. Der Bezugspunkt war nicht mehr das Wort Gottes. Das war ein großer Fehler. So wurden neue Gesetze abgeleitet, die dann in der Praxis gleichbedeutend waren wie die Schrift, manchmal sogar wichtiger als die Schrift. Das entwickelt dann so eine Dynamik und auf einmal geht man nur noch mit diesen Regeln um, anstatt mit dem Wort Gottes selbst. Da muss ich einen kleinen Exkurs einfügen und ich hoffe, dass ich das sehr behutsam sagen kann. Ich will niemandes religiöse Gefühle verletzen, auf keinen Fall. Das müsst ihr mir ja bitte abnehmen, ja? Die Tannaim, die gingen nicht mehr zurück bis zur Schrift, sondern nur noch bis zu den Lehrern, die vor ihnen waren, zu den Sofrim. Der Bezugspunkt muss aber immer die heilige Schrift sein, das Wort Gottes. Ich darf es mal ein bisschen aktualisieren. Nicht die mennonitischen oder sonstigen Glaubensbekenntnisse, nicht die Glaubensgrundlagen des Pietismus von Philipp Spener oder anderen, Zinzendorf und wie die alle hießen nicht einmal die reformatorischen Bekenntnisschriften, die für die wir dankbar sind, die, die großartigen Dienst getan haben, ja, das Augsburger Bekenntnis, der Heidelberger Katechismus, das Westminster Bekenntnis, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht äh, gesucht habe in den Unterlagen, was es hier in der Schweiz für äh, Bekenntnisse gegeben hat. Äh, in der Reformationszeit sind viele solche Bekenntnisse verfasst worden. Nicht zurück nur bis zu den Bekenntnissen. Die Bekenntnisse könnten doch schon ein bisschen abweichen von der Schrift. Die sind doch vom Menschen verfasst. Die sind doch nicht inspiriert von Gott selbst. Und darum, wenn manchmal lese ich, dass zum Beispiel bei uns in Deutschland Theologen verpflichtet werden auf die Schrift und auf die reformatorischen Bekenntnisschriften. Dann schüttle ich schon ein bisschen den Kopf und sage, warum nicht auf die Schrift allein? Die Bekenntnisschriften, ja, die haben ihren Platz, die lehne ich nicht ab, aber Maßstab muss allein die Schrift sein. Wir müssen immer zurück zur Schrift, liebe Geschwister. Das muss klar sein. Nicht nur zurück, die, die Väter, die, die haben Wunderbares geleistet, wir sind dankbar dafür, das lehnen wir überhaupt nicht ab. Und wir lesen das und, und prüfen das und sind dankbar für das Gute, das sie verfasst haben. Und wo sie abweichen, da folgen wir ihnen aber nicht. Vielleicht weichen sie auch hier oder da ab, weil es Kinder ihrer Zeit waren. Wenn ihr hier das Augsburger Bekenntnis seht, da wird zum Beispiel ausdrücklich die Lehre vom sogenannten tausendjährigen Reich abgelehnt in diesem Bekenntnis. Da kann ich nicht mit, ja. Das finde ich nicht in Ordnung. Die, die Lehre finden wir in der Schrift. Und damals hat man das aber nicht so gesehen. Man hat noch nicht so unterschieden zwischen Israel und der Gemeinde. Und darum bin ich dankbar für das Augsburger Bekenntnis. Aber ich würde zurück zur Schrift gehen. Und nicht nur bis dorthin, bis 1555 oder wann immer, ja. Sondern weiter zurück zur Schrift. Die Tanaim haben noch eine verhängnisvolle Lehre entwickelt, eine zweite, die auch bis heute unter allen orthodoxen Juden festgehalten wird. Sie lehrten, Achtung, das ist jetzt auch sehr wichtig, Mose habe am Sinai nicht nur ein Gesetz empfangen, Zahlwort 1, sondern zwei, nämlich ein schriftliches, die 613 Gebote, also das ganze... Die ganze Torah, den fünf Büchern, und auch noch ein mündliches. Und da sehen wir, das weicht ab. Ein mündliches Gesetz, davon lesen wir in der Schrift nichts. Das Schriftliche sind die 613 Gebote, die wir in 2. Mose bis 5. Mose finden. Und das zweite sei ein mündliches Gesetz gewesen. Mose habe es nicht niedergeschrieben, sondern memoriert und mündlich weitergegeben an Josua und der an die Richter und die an die Propheten und schließlich sei es zu den Sofrimen gekommen. Merken wir, da wird eine Tradition behauptet, ja? Da wird behauptet, da hätte es eine mündliche Tradition gegeben neben dem schriftlichen Wort. Und ihr ahnt schon, wenn wir jetzt mal ganz deutlich werden, Dürfen. Ich bin sicher, einige von euch kommen vom Hintergrund her, von der römisch-katholischen Theologie, von der römisch-katholischen Kirche. Ihr habt vorhin meine Frau gesehen. Sie war katholische Religionslehrerin früher in Österreich, sie auch. Und ich rede nicht von den Menschen. Die sind mir genauso lieb wie alle anderen. Es geht jetzt um die Theologie der römisch-katholischen Kirche. Und da ist ganz offiziell neben der Heiligen Schrift steht in der offiziellen katholischen Theologie die sogenannte Tradition, das wird so genannt, und die Tradition besteht aus allen Dogmen, also allen Lehrsätzen der Kirche, die in den letzten 2000 Jahren aufgestellt worden sind, alle Konzilsentscheidungen, auch die von Konzil von Trient, als 135 Flüche gegen die sogenannte reformatorische Lehre ausgestoßen wurden, von denen bis heute kein einziger zurückgenommen worden ist. Und auch alle päpstlichen Erlasse der Kirchengeschichte. Wenn der Papst ex cathedra spricht, nicht alles, was der Papst sagt, ist verbindlich, aber wenn er ex cathedra spricht, wie man das so sprichwörtlich sagt, dann ist das, gehört das auch mit zur römisch-katholischen Tradition. Und ihr wisst es alle, ihr habt es sicher schon gehört und gelesen oder selbst erlebt, wenn ihr aus dieser Kirche kommt, Schrift und Tradition sind in dogmatischer Hinsicht völlig gleichgestellt, auf der gleichen Ebene und in der Praxis, in der Volksfrömmigkeit dominiert sogar oft die Tradition über die Schrift dann kennen viele katholiken gar nicht die wahre Lehre der Bibel, aber die Tradition, die haben sie von ihren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern übernommen. Die kennen sie, in der sind sie aufgewachsen. Und das könnte in der evangelischen Kirche ähnlich sein. Es ist nicht gleich so, weil dass die evangelische Kirche einfach nicht so lehrt, dass die da gibt es nicht diesen Begriff der Tradition, so wie er hier gefüllt ist. Aber bitte versteht, ich will nicht eine Kirche schlechter machen als die andere. Die katholische Kirche neigt von Anfang an immer dazu, zu dem in der Schrift geoffenbarten Wort hinzuzufügen. Alle Sonderlehren der katholischen Kirche sind Hinzufügungen. Die evangelische Kirche neigt dazu, von dem in der Schrift geoffenbarten Wort wegzunehmen, es auszuhöhlen. Die ganzen falschen Lehren der evangelischen Theologie, dass die Wunder abgelehnt werden und, und all diese Dinge, das ist alles weggenommen von der Schrift. Und da dürft ihr jetzt selbst entscheiden, was schlimmer ist, hinzufügen oder wegnehmen. Ich glaube, in der Offenbarung. Am Ende der Offenbarung, am Ende der Bibel stehen dazu ganz deutliche Worte. Wir sollen weder hinzufügen noch wegnehmen. Ihr seht, das ist wichtig, was wir hier lernen, was die Juden damals gemacht haben. Das hat sich in der Kirchengeschichte, in anderen Zusammenhängen, auf anderen Ebenen ähnlich ereignet. Richtig ist die Schrift allein. Wir haben eine vollkommen inspirierte, vom Geist Gottes gegebene, irrtumslose Schrift. In den Urschriften war sie völlig rein und ohne Makel. Dass es später beim Abschreiben der Manuskripte ein paar kleine Fehler sich eingeschlichen haben. Das ist so unerheblich, so marginal. Ihr braucht keine Sorge haben. Gott hat dafür gesorgt, dass wir eine wunderbare, komplette biblische Offenbarung erhalten haben, bis heute. Die Sofrim und die Tannaim haben, haben die Gesetze nicht weiterentwickelt, sondern einfach versucht sie zu halten und diesen Schutzzaun zu bilden. Die Tanaim haben die Gesetze weiterentwickelt und verschärft ohne hinzugefügt und wie ich sagte, hunderte und tausende Sachen hinzu. Und damit ihr ungefähr einen Überblick habt, sie lehrten von 30 vor Christus bis etwa 220 nach Christus waren die Tanaim. Unser Herr Jesus hatte mit Tanaim zu tun, mit dieser Gruppe von Pharisäern, die schon hinzugefügt haben. Und wenn ihr sagt, wo steht das denn im Neuen Testament? Ich werde euch gleich eine Stelle nennen. Das finden wir sehr wohl im Neuen Testament. Aber wir sind noch nicht fertig. Es kam noch eine dritte Schule von Rabbinern hinzu, die Amora'im. Verzeiht mir diese Ausdrücke, das müsst ihr euch nicht merken, aber ähm, so heißen sie halt. Ja? Man muss sie so bezeichnen. Die dritte Schule von Rabbinern, die hießen Amora'im. Amora ist auch wieder der Lehrer. Sofer ist Lehrer, Tana ist Lehrer, Amora ist Lehrer. Sie schauten auf die Lehren der Tana'im. Und sagten, da sind noch zu viele Löcher im Zaun. Da kann man noch durchschlüpfen und die Gebote brechen. Und das wollen wir nicht. Dann kommt wieder Gericht, dann werden wir weggeführt. Also da müssen wir noch was machen. Ihr Prinzip war, ihr ahnt es schon, ein Amorat kann eine andere Meinung haben als ein anderer Amorat, aber nicht als ein Tanner. Die gingen auch wieder nur zurück, einen, einen Schritt zurück zu den Lehrern vorher. Die hätten sagen müssen, die Tanner interessieren uns nicht, die Sophrim interessieren uns nicht, sondern die Schrift. Wir dürfen keine andere Meinung haben als die Schrift. Aber sie sagten nicht als ein Tanner. Jetzt schauen wir uns nochmal die Grafik an, die wir schon kennen. In der Mitte die 613 Gebote, die Gott gegeben hat. Dann bauten sie den Zaun drumherum. Das waren die Sophrim. Dann kamen die Tanner im. Die sagten, da sind noch zu viele Löcher, da müssen wir noch stopfen. Und jetzt kommen am Schluss die Amoraim. Ihr seht immer mehr Gebote um die 613 Einzelnen herum. Immer mehr. Und was heute alles zusammengetragen worden ist, wenn wir alles zusammennehmen, dann heißt das am Ende Mishnah und Talmud. Die Begriffe habt ihr schon gehört. Jetzt seht ihr es gleich mal, was die Sofrim und die ihm zusammengestellt haben. Das wird Mishnah genannt, die beiden ersten Gruppen von jüdischen Schriftgelehrten. Das sind ca. 1500 Seiten auf hebräisch geschrieben. Immerhin 1500 Seiten. Was die Amoraim zusammengestellt haben, das heißt Gemara, das ist Aramäisch. Wir haben Aramäer unter uns und das ist so umfangreich, wie die Enzyklopädia Britannica. Da seht ihr es abgebildet. So, das wurde aus den 613 geboten. Ja, das ist menschlich, gell? Das ist das Endergebnis gewesen. Das ist jetzt äh, zusammengenommen der Talmud. Und Arnold Fruchtenbaum, der hat das alles studiert. Der hat das alles gelesen. Und seine Anmerkungen dazu gemacht. Ich nicht, ich habe das nicht alles gelesen, verzeiht mir. Ja, äh, da muss man ungefähr drei Jahre Urlaub nehmen, um da einmal durchzukommen. Ähm, aber er hat das gelesen und ich gebe hier im Extrakt weiter, was er ausgearbeitet hat. Jetzt haben wir in einem ersten geschichtlichen Schritt gesehen, wie sich das entwickelt hat. Diese jüdische Gesetzlichkeit, wenn wir es so nennen wollen. Und nun, ihr habt ja vielleicht auch eine Bibel mitgebracht oder heute Abend würde ein Neues Testament genügen. Dann darf ich euch bitten, einmal Lukas 5, Vers 33 bis 39 aufzuschlagen. Das wollen wir miteinander lesen. Lukas 5, das kennt ihr. Das, was hier berichtet wird, wird auch in Matthäus 9 oder Markus 2 wiedergegeben. Also alle drei Synoptiker haben das, Matthäus, Markus, Lukas. Wir lesen es jetzt hier bei Lukas. Sie aber sprachen zu ihm, zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes, von Johannes dem Täufer, oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr könnt doch nicht die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Er sagt aber auch ein Gleichnis zu ihnen, niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid, Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch äh, der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Vers 37 Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sondern äh, sonst wird der neue Wein in die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Ja, noch ein bisschen was für Weinkenner mit äh, hier mitgeliefert. Schaut zusammen mit mir auf diesen Abschnitt. In Vers 34, Vers 35 sagt Jesus, man kommt nicht zu einer Hochzeit, um zu fasten. Er war ja der Bräutigam. Der Johannes der Täufer war der Brautführer. Und als der Bräutigam kam, ist er an die Seite getreten. Und jetzt war der Bräutigam da, diese drei Jahre, als er hier auf der Erde mit seinen Jüngern unterwegs war. Das war eine Zeit, eher um zu feiern. Obwohl wir finden den Herrn Jesus zwar auf einer Hochzeit zu Kana, aber nirgendwo wird ein einziges Mal beschrieben, dass Jesus auch gelacht hätte. Ich glaube nicht, dass er mit einer sauren Gurkenmine die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen ist, aber es wird auch nicht berichtet, dass er gelacht hätte. Von Gott heißt es im Psalm, er lacht ihrer, ja? er lacht über sie. Aber von Jesus wird das so nie gesagt. Vers 36, man nimmt nicht ein neues Stück Stoff, um ein Loch in einem alten Kleid zu fliegen. Uns leuchtet ein, was da passiert. Ähm, ein altes Kleid ist ja schon maximal eingeschrumpft, zusammengeschrumpft. Und wenn da ein Loch ist und man näht da neuen Stoff drauf bei der nächsten Wäsche, dann schrumpft der neue und reißt den alten Stoff auseinander. Das funktioniert nicht. Dann reißt das Kleid. Und im Vers 37, 38, das Bild, ein ähnliches Bild, aber eben vom Wein, von neuem Wein in einem alten Schlauch. Ein alter Schlauch ist schon maximal ausgedehnt. Der neue Wein hat erst begonnen zu gären und der neue Wein dehnt sich noch aus. Und wenn der sich im alten Schlauch ausdehnt, dann platzt der Schlauch und beides ist verloren. Der Schlauch kaputt, der Wein verschüttet und verloren. Was will Jesus mit diesen Bildern sagen? Er ist nicht gekommen, um seine Lehre, das Evangelium, in die Form der pharisäischen Schläuche oder in dieses alte Kleid zu zwängen. Das Neue und das Alte, das passt so nicht zusammen. Und er will eben hier sagen, er bringt eine ganz neue Lehre, das Evangelium. Das ist nicht eine Weiterführung dieser Gesetze, die die Pharisäer aufgestellt hatten. Jesus sagt voraus, er wusste es, dass sie das Neue, was er brachte, verachten würden und lieber am Alten, an ihrer alten Gesetzlichkeit festhalten würden. Die war inzwischen so zementiert durch die Sofrim, durch die Tanaim und durch die Amoraim. Das war so drin im Volk und um, im Denken der Pharisäer. Sie kamen da einfach nicht mehr raus. Und Jesus wusste das. Und ihr wisst, der Konflikt mit den Pharisäern, der zog sich durch die ganzen Evangelien bis in Matthäus 23, wo er die Weherufe über die Pharisäer ausruft. Wir schlagen noch eine zweite Stelle auf, und zwar gehen wir zurück in Matthäus Kapitel 12. Übrigens, ich mache euch Mut, die Bibel mitzubringen zu den Vorträgen, wenn die Vorträge langweilig sind. Könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern? Also bringt sie lieber mit, ich meine es gut mit euch. Ja? So, Matthäus 12, die Verse 1 bis 14. Auch das müssen wir lesen, wollen wir lesen. Das Wort Gottes ist das Wichtigste, was heute Abend gesagt wird. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungert er. Äh, es hungerte aber seine Jünger, und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in der Hand, wie er, wie er äh, das in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber: Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Sie suchen etwas gegen ihn. Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch ist wohl unter euch, der ein Schaf hat, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es doch erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die anderen. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Ein, eines, ein weiteres Gebot der 613 Gebote der Tora war, du sollst den Ruhetag heiligen, den Sabbat, den Schabbat hebräisch, den Ruhetag, den siebten Tag, du sollst ihn heiligen. An das eine... Gebot der Torah hatten die Pharisäer 1500 weitere drangehängt. Aus diesem einen Gebot waren 1500 geworden von Zäunen, um dieses eine Gebot nicht zu übertreten, den Sabbat zu entheiligen. Und nach und nach wurde sogar das Sabbatgebot bei den Pharisäern das wichtigste Gebot von allen 613. Was ist das wichtigste Gebot? Jesus zitiert sie, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nach Jesu Worten das wichtigste Gebot, nicht den Sabbat halten. Zum Beispiel lehrten die Rabbiner damals, Gott schuf Israel, um den Sabbat zu heiligen. Völlig daneben. Israel war nach ihrer Theologie für den Sabbat geschaffen. Im Denken der Pharisäer wurde der Sabbat zu einer Person, ja sogar zu einer Königin oder Braut. Es gibt Aussagen von rabbinischen Theologen, die den Sabbat so bezeichnen. Der Sabbat ist unsere Königin. In Matthäus 12, Vers 2 haben wir gerade gelesen, die Jünger gingen durch die Ähren, am Sabbat und haben gepflückt. Damals waren die Ähren nicht so dicht gesät wie bei uns heute auf unseren Äckern. Da konnte man durchgehen, ohne da welche niederzutrampeln. Das können wir ja heute gar nicht. So dicht wird das heute gesät. Aber sie nehmen dann Ähren, sie pflücken Ähren ab. Damit haben sie sich am Sabbat des Gebotes des Ernstens schuldig gemacht. Also sie haben das Gebot übertreten, indem sie gearbeitet haben. Sie haben geerntet. Das darf man am Sabbat nicht nach pharisäischen Denken. Sie haben dann die Ähren mit den Händen gerieben und haben so Korn und Spreu getrennt. Dabei haben sie sich des Dreschens schuldig gemacht. Sie haben keinen Dreschflegel benutzt. Sie haben mit den Händen gedroschen. Sie haben dann die Spreu weggeblasen. Da haben sie sich des Reinigens schuldig gemacht im Denken der Pharisäer. Und schließlich haben sie die Körner geschluckt. Da haben sie sich der Lagerung des Korns am Sabbat schuldig gemacht. Sie haben es ja eingebunkert, ja. Sie haben es ja eingelagert in ihrem Bauch. Ja, wir verdrehen die Augen. Wir denken, wie kann man, wie kann man so schräg denken? Aber das ist die pharisäische Gesetzlichkeit. Dahin hat sie sich entwickelt. Das ist natürlich ganz daneben. Und hier sehen wir, wie extrem die Pharisäer geworden waren und wohin sie dieser Weg geführt hatte. Und dass da unser Herr zornig war auf sie, dass er sie tadeln musste, dass er sie äh, am Ende mit den Wehrufen bedacht hat. Ich glaube, wir können es verstehen, weil sie das Wichtigste völlig aus den Augen verloren hatten und an diesen, in Österreich sagt man I-Tüpfelreiter, ja, also. I -Punkt. Es ging nur noch um den I-Punkt, anstatt um den ganzen Text, der da zu verstehen war. Und Jesus Christus gibt ihnen hier eine sechsfache Antwort. So dachten die Pharisäer. Ja? Die Pharisäer sagen: Das erlaubst du, dass deine Jünger da am Sabbat diese Gebote übertreten? Vier gleich an der Zahl. Und Jesus sagt in Matthäus 12: Habt ihr nicht von David gelesen? Als er Hunger hatte mit seinen Männern, da hat er auch die Schaubrote gegessen damals. In den Samuelbüchern wird das berichtet, was er nicht hätte dürfen offiziell. Mose hat nie gesagt, dass ein Priester das Schaubrot nicht an einen Nicht-Leviten geben kann, aber die Pharisäer hatten das gelehrt. Das steht aber nicht in den 613 Geboten. Und die waren ja auch ihrer Meinung nach von Mose mündlich überliefert diese zusätzlichen Gebote. Sie beriefen sich auf diese mündlichen Überlieferungen, die wir in unserer Bibel nicht haben. David wurde aber nicht bestraft von Gott. Gott hat das nicht getadelt, dass er an damals diese Schaubrote gegessen hat. Also ich bin hier eben äh, aus Versehen stehen geblieben. Ihr hättet das hier auch alles mitlesen können. Jetzt schauen wir uns das noch an. Ich war hier so beschäftigt mit der pharisäischen Gesetzlichkeit, dass ich vergessen habe, zu drücken. So, jetzt sind wir hier bei der sechsfachen Antwort, die der Herr Jesus gibt. Er sagt, schaut, David, wenn David die mündlichen Gesetze brechen kann, dann kann es Davids größerer Sohn, der vor euch steht, Jesus Christus, der Messias, erst recht tun. So argumentiert er hier. Ja, sie berufen sich auf diese mündlichen Gesetze. Die Schrift hat das nicht verboten, dass die Priester das an nicht weitergeben durften, das Brot. Das Sabbatgebot fand für den Tempeldienst keine Anwendung. Die Priester mussten sieben Tage in der Woche auch am Tempel, äh, am, am Sabbat im Tempel arbeiten, schlachten, Opfer bringen. Die wurden rund um die Uhr gebracht, also alle sieben Tage. Drittens, Jesus sagt, hier vor euch steht der Messias und der ist größer als der Tempel. Hier ist die Wohnstätte Gottes. Gott hat Wohnung genommen in mir und ist durch, ist so auf die Erde gekommen in der Gestalt Jesu Christi. Da stand ja der Mensch gewordene Gott vor ihnen, deswegen größer als der Tempel. Dann zitiert der Herr Jesus den Propheten Hosea. Und sagt, das ist jetzt ein Kern, wo sie vorbeigeirrt sind. Es geht doch um Werke der Barmherzigkeit und notwendige Taten, die sind erlaubt. Zum Beispiel müssen auch Kranke am Sabbat versorgt werden. Tiere müssen am Sabbat gefüttert werden. Und alle diese notwendigen Dinge, ob wir unbedingt an einem Sonntag einkaufen müssen, wenn die Geschäfte die ganze Woche übrig haben. Das müsst ihr selber beurteilen und entscheiden. Ja? Aber notwendige Dinge, das muss ja sein, auch am Sabbat. Man kann nicht die Kranken einfach liegen lassen 24 Stunden lang. Und Jesus zeigt ihnen, ihr habt die Barmherzigkeit aus den Augen verloren. Ihr, ihr geht total vorbei. Ihr, ihr wollt da... Diese kleinen Dinge, ihr wisst, die haben sogar, wenn sie in ihrem Garten Petersilie geerntet haben, dann haben sie das gewogen und den zehnten Teil davon für den Tempel abgesondert. Da waren sie übergenau. Und, äh, aber die Barmherzigkeit hatten sie vergessen, worum es unserem Herrn geht. Darum zitiert Jesus hier beim äh, Hosea: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Es geht unserem Gott um Barmherzigkeit. Er selbst ein barmherziger Gott. Dann fünftens, Jesus macht ihnen klar, ich bin der Herr des Sabbats. Er konnte erlauben, was sie verbieten und konnte verbieten, was sie erlauben. Unser Herr Jesus ist der Herr des Sabbats. Er sagt hier ganz klar, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und darum kann er auch am Sabbat helfen, heilen, Gutes tun. Das ist nicht verboten. Und er weist das zurück. Israel ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat ist für Israel geschaffen, für den Menschen, auch für uns heute. Der Sechs-Tage-Rhythmus, sechs Tage arbeiten, am siebten Ruhen, der ist weise, der kommt aus der göttlichen Schöpfungsweisheit und auch wir tun gut daran, nicht rund um die Uhr durchzuarbeiten. Ihr wisst, es hat schon staaten gegeben die haben den ruhetag abgeschafft und haben ihn nachher räummütig wieder eingeführt weil sie gesehen haben die leute werden krank wenn sie immer durcharbeiten. es ist gut diesen rhythmus einzuhalten aber wir werden das noch sehen in diesen tagen. wir müssen prüfen ob es im neuen testament immer noch ein sabbatgebot gibt ob wir noch ein gebot haben den sabbat so zu heiligen wie die israeliten. Ich verrate mal die Antwort noch nicht. Das müssen wir in der schrift erforschen. Das machen wir so Gott will morgen. Die pharisäer, sie hatten 1500 zusätzliche regeln noch aufgestellt und ihr wisst ja auch, dass da viel heuchelei dabei war, ja? Man durfte am sabbat ja nach dem gesetz nur 1000 schritte tun. 1000 schritte mehr nicht. Aber auf dem Meer, auf dem Wasser durfte man sich ja bewegen. Wenn man auf dem Ozean fuhr mit dem Schiff, konnte man das Schiff ja nicht anhalten, weil gerade Sabbat war. Also was haben die Juden gemacht? Haben ihren Esel genommen, haben unter den Sattel einen Wassersack gelegt, dann haben sie sich auf dem Wasser fortbewegt. Ja? Und dann konnten sie auch zig Kilometer weit reiten. Na? Und formal, äußerlich gesehen, haben sie das Gesetz nicht übertreten. Aber den Sinn, den Gott in dieses Gebot gegeben hatte, den haben sie sehr wohl übertreten. Und das ist Heuchelei. Gesetzlichkeit und Heuchelei liegen sehr dicht zusammen. Das müssen wir wissen. Das werden wir heute noch sehen und auch morgen. Gesetzlichkeit macht auch unbarmherzig. Das sehen wir bei den Pharisäern sie sehen nur noch den buchstaben des gesetzes und den menschen sehen sie nicht mehr sie sehen auch nicht mehr das was gott eigentlich sich gedacht hatte dass er es gut gemeint hatte nur noch dieses knechtische am buchstaben kleben und sogar am i-punkt des buchstabens gesetzlichkeit macht unbarmherzig der gesetzliche mensch will erfüllen er will diese dinge alle halten diese ganzen regeln und kann es doch nicht und wenn er es nicht schafft Sie zu halten. Jetzt kommt das Gefährliche. Dann liegt die Heuchelei ganz nahe. Dann will man den anderen vorspielen. Man will ihnen das nicht zeigen, dass man es nicht geschafft hat. Man spielt den perfekten Christen vor oder den perfekten Juden damals und versteckt die Dinge, die man nicht geschafft hat. Heuchelei. Keiner von uns ist davor gefeit. Ich nicht und ihr auch nicht. Das menschliche Herz ist immer gleich. Damals, wir, wir wollen uns nicht überheben über diese Juden. Wir, deswegen habe ich so betont heute Abend zu Beginn, sie haben es eigentlich aus einer guten Motivation gemacht. Sie wollten Gottes Gebote aufrichtig halten. Dieses, das können wir abschneiden bei Ihnen. Das können wir auch für uns nehmen. Wir wollen unseren Herrn nicht betrüben. Wir wollen nicht sündigen. Aber der Weg, den sie eingeschlagen haben, der war nicht zielführend. Und wenn ich das noch sagen darf, zum Schluss zusammenfassend, wir haben gesehen, wie die Gesetzlichkeit in Israel aus guten Anfängen heraus entstand. Zuerst sollten die Zäune von Regeln nur schützen, nämlich die eigentlichen Gebote. Aber irgendwann waren die Juden nur noch mit dem Halten der Regeln beschäftigt und hatten den ursprünglichen Sinn des jeweiligen Gebots völlig aus den Augen verloren. Wir haben es gesehen beim Böcklein und der Milch. Wir haben es auch hier gesehen, wie sie einfach die Barmherzigkeit aus den Augen verloren hatten. Und diese Haltung führte zu Gesetzlichkeit, zu Unbarmherzigkeit und letztlich auch zur Heuchelei. Warum hat Jesus bei den Pharisäern so scharf die Heuchelei angeprangert? Er wusste, dass sie nach außen fromm waren, aber im Inneren da waren sie getünchte Gräber, und wie er sie nennt. Und wir haben ihn vielleicht auch schon manchmal geglichen diesen Gräbern. Ich auf jeden Fall. Auch wir Christen sind vor diesen Gefahren und Tendenzen nicht gefeit. Deswegen braucht es Wachsamkeit gegen das eigene Herz. Es braucht aber auch gesunde Lehre. Und da ist mein großes Anliegen, dass die Vorträge, die Botschaften an diesem Wochenende einen kleinen Teil dazu beitragen dürfen. Ich will noch ein Beispiel gebrauchen hier für Gesetzlichkeit unter Christen. Danach schließe ich dann. Da unterhalten sich zwei Brüder und einer von ihnen ist ziemlich gesetzlich. Also er ist sehr auf das Einhalten von vom Regeln bedacht. Und da fragt der eine, du, wie ist das eigentlich? Darf man beim Bibellesen nebenbei Kaffee trinken? Da schüttelt er den Kopf und sagt, nein. Beim Bibellesen muss man sich ganz aufs Wort konzentrieren. Kaffee trinken nebenbei, das geht nicht. Aha, dann legt er den Kopf ein bisschen zur Seite und dann fragt er eine zweite Frage. Ja, darf man denn beim Kaffee trinken Bibel lesen? Ja, das geht. <laughs> Seht ihr? Solche Blüten kann das treiben, ja. Äh, beim Bibel lesen, Kaffee trinken, das geht nicht. Aber beim Kaffee trinken, Bibel lesen, das geht. Und da sieht man, ich glaube, da hat er selbst gemerkt, dass er sich da irgendwie in der Sackgasse verrannt hatte, als er diese Antwort gegeben hat. Morgen machen wir am Nachmittag weiter, zuerst indem wir ein bisschen die Heilsgeschichte noch weiter kennenlernen. Ich darf sagen, es gibt zwei große Bereiche der Heilsgeschichte Gottes. Die eine Zeit haben wir heute Abend schon ein bisschen beleuchtet. Das war die Zeit des Gesetzes die dauerte immerhin 1500 Jahre lang die Zeit des Gesetzes unter Israel aber dann kommt die zweite große Halszeit das ist die Zeit der Gnade die Zeit der Gemeinde und die währt inzwischen bereits 2000 Jahre und beides werden wir morgen ein bisschen genauer anschauen und morgen Abend mache ich dann knüpfe ich hier wieder an und wir schauen uns den galaterbrief an und werden sehen wie auch paulus den gleichen kampf gekämpft hat gegen judaistische juden gegen judaisierer wie man die nennt die stark noch vom gesetz geprägt waren und das finden wir verarbeitet im galaterbrief das kommt dann so gott will morgen abend